Ja, hi und willkommen. Mein Name ist. Entschuldige? Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Ich fasse es nicht, dass dieser Typ mich gerade angestupst hat. Ich kann ja sagen, ich wagen. Den mache ich fertig nach sehr viel raus. So, wir machen hier weiter in unserer Erkundung von Niblheim. Ich habe mir gedacht, wir machen heute mal diese Quest hier, ne, mit dem Schokobo-Weisen, ne? Okay, da ist irgendwie die Protosubstanz direkt in der Nähe. Ich will mich aber hier hin teleportieren, wenn es geht. Kann ich irgendwie von hier aus, ne? So, weil da meine letzte Folge gemacht. In der letzten Folge haben wir genau diese Katzenquest gemacht und jetzt rennen wir wieder weiter und machen alles andere. Boah, ich komme nicht darüber. Nein. Genau, ich habe letztens irgendwie diese Lebensquelle gesucht, habe sie aber nicht gefunden. Habe ich mich auch nicht drum gekümmert. Jetzt machen wir mal diese Quest, ne? In den Pool rein, in den Pool rein. Nein, ich wollte den Antrieb irgendwie erhöhen mit meinem Schoko. Ja, genau, habe ich schon gesehen. Chatley auf der Karte ist auch hier. Boah. So, hey. Hier ist so eine Umkleidekabine. Kann man hier seine Klamotten ändern? Komm her. Hey du, Billy, was machst du denn hier? Billy. Tja. So viele Billys in der Zeit. Seit Lesson Zero. Teilgenommen. Mit überschaubarem Erfolg leider. Darum will ich hier trainieren. Trainieren? Hier? Etwa nicht gewusst? Hier wohnt jemand, den in der Chocobo-Szene wirklich jeder kennt. Der legendäre Chocobo-Weise. Oh mein Gott. Wer ist er? Hat da jemand nach mir gerufen? Man kann es auch ein bisschen übertreiben. Alles in Ordnung, Meister? Ja, das hätte irgendwie einen Schlammerzug an. Ich dachte schon, es wäre aus mit mir. Ja, aber was seid ihr eigentlich für Vögel? Sucht ihr was Bestimmtes? Das ist Cloud. Er ist der offizielle Jockey für Bills Farm. So, so. Na, das trifft sich best. Oh, ich liebe es, wie die Farben so. Du dich nämlich gleich mal hier nützlich machen. Symmetrisch sind und so. Die Sache ist die, es gibt da ein ganz besonderes Rennen namens Gold Cup. Damit ich dort teilnehmen kann, weiht mich der Meister in die Geheimnisse der Chocobo-Aufzucht ein. Siehst du? Also, der verarscht den doch. Von wegen Training. Wir ihn hier doch nur umsonst schuften lassen. Oder etwa nicht? Nein, auftragen und polieren. Alter, sag nichts weiter. Sein Meister seiner Zunft. Was? Ich wusste es. Cloud kennt sich halt aus. Der Weise hat die Grundlagen der Chocobo-Aufzucht geschaffen. So gut wie alle modernen Chocobo-Arten sind Erfolg seiner Aufzuchttechniken. Was wird da rumgetuschelt? Hä? Nicht quatschen, arbeiten. Verzeihung. Nun denn, ich hätte da gleich einen Job für dich. Einer meiner Vögel ist mir nämlich entlaufen. Und du wirst ihn mir zurückbringen. Werde ich das? Die Gute heißt Selena. Ein Meeresschokobo mit einer Vorliebe fürs Wellenreiten. Hab ich doch schon. Und mit einem Temperament ausgestattet, dass selbst ich meine liebe Mühe habe, sie zu zügeln. Könntest du das übernehmen, Cloud? Du würdest mir einen riesigen Gefallen damit tun. Für dich ist das doch ein Kinderspiel, stimmt's? Es geht nicht zufällig um diesen Schokobo, oder? Oh, Selena! Steht die ganze Zeit daneben. What? Diesen Vogel zu fangen, hätte nicht jeder vollbracht. Ich bin schon gewundert, ob jetzt extra eine Cutscene dafür kommt. Du stündest auf einer Stufe mit... wie hießen sie denn noch gleich? Ihre Namen wollen mir einfach nicht einfallen. Da wird man ja ganz verrückt. Ah, jetzt hab ich's. Sam und Will. Wie? Die besten Schüler, die ich jemals hatte. Chocobo Sam, der Cowboy, zu haben, eines Tages in ihre Fußstapfen treten zu können.
Meister, erzählt mir mehr. Was wisst ihr noch über diesen Sam? Hey, hey, immer sachte. Bei diesem Sam, der euer Schüler war, handelt es sich dabei um Chocobo Sam aus Midgar? Glaub schon. Warum? Ich habe eine besondere Verbindung zu ihm. Ich wollte gerade sagen. Sohn von Will. Was, von Will? So. Ja, ja. Ich dachte, er wäre Sohn von den einen. Die beiden waren regelrecht blauen Cowboy-Hut hat. Und haben gelernt wie verrückt. Bessere Stetson heißt er, glaube ich, ne? Aber das kann doch gar nicht sein. Dieser Sam ist ein Monster. Er hat meine Eltern auf dem Gewissen. Er hat sie in die Spielsucht getrieben. In Schulden aufgelastet. Bis sie... Das klingt aber nicht nach ihm. Bist du dir sicher, dass wir von demselben Sam sprechen? Es gibt nur einen Sam im Chocobo-Gewerbe. Darum will ich beim Gold Cup dabei sein, um ihm eine ordentliche Lektion zu erteilen. Lass mich raten, das ist irgendwie gar nicht so gewesen. Das ist schon so, das ist irgendwie schon so oft passiert in letzter Zeit. Ich habe gehört, er hat das gemacht. Nein, er hat eigentlich nicht. Eigentlich war es was voll Gutes. Meister, bist du nicht eigentlich hergekommen, um mehr über Chocobos zu lernen? War es nicht so? Na, Cloud, als nächstes wirst du mir das Chocobo-Gras besorgen, das über Seen und dem Meer wächst. Ah. Dann kannst du nämlich prima das Reiten auf Selena üben. Dafür sind die Dinger da. Das ist doch wieder so ein schwieriger Trick, um uns Arbeit aufzuhalten. Ganz ruhig, alter Mann. Soll Vincent dir seinen Sarg borgen? Wenn ich das zu mir nehme, bin ich wieder fit wie ein Turnschuh. Und wenn ich mich wohlfühle, dann bin ich sicher auch eher in der Stimmung, ein wenig über die guten alten Zeiten zu plaudern. Ah, der alte Sack spielt uns ganz klar was vor. Wenn du es nicht für ihn tun willst, dann tu es bitte für mich, Cloud. Ich muss wissen, was genau mit dem geschehen ist. Also schön. Die Sache mit dem Wachsen über Wasser war übrigens kein Witz. An Chocobo-Gras kommt man nicht so ohne weiteres ran. Aber mit einem Meeres-Chocobo ist die Ernte zum Glück ein Kind. Wieso wächst in der Luft? Genau. Und beeil ich doch bestimmt schon, oder? Wer weiß, wie viel Zeit mir noch bleibt. Ich würde lachen, wenn ich die schon hab. Da. Ich habe schon alles. Werden die mir auf der Karte angezeigt jetzt oder irgendwie sowas? Nee. Ja, hier wird schön. Hallo. Hast du Chocobo-Gras gefunden? So, 29. Du willst mich auf den Arm nehmen. Chocobo-Gras ist ein wunderliches Gewächs. Mir fehlt eins. Es gedeiht nur über Wasser und schwebt dort seelenruhig in der Luft. Aber mit Selena ist die Ernte zum Glück ein Kinderspiel, wenn du dich nicht vollkommen dämlich anstellst. Das gibt's nicht. Lass einen alten Mann nicht hängen, Cloud. So, dann tun wir mal. Ich habe gesehen, Yuffie ist ja Teil dieser Quest. Dann fangen wir Yuffie da rein. Naja, und Kate Sif muss ja noch seine Fähigkeit lernen, weil ich ihn ja Megafon gekauft habe letztens. Okay. Ich fasse nicht, dass ich 29 von 30 habe. Das gibt's jetzt nicht. Sag mal, wer ist dieser Sam eigentlich? Schien ja, als würdest du ihn kennen. Er lebt auf dem Wallmarkt. Aha. Ein Schlitzohr also. Nicht unbedingt. So einen niederträchtigen Eindruck hat er auf mich nicht gemacht. Sag bloß. Aber was, wenn er dich auch nur übers Ohr gehauen hat? Könnte doch sein, oder? Erzähl mir keine Geschichten. Na, bei dir wäre ich wieder nicht so sicher. So gutgläubig wie du bist, macht dir doch jeder was vor. So, wo finde ich jetzt das letzte Ding, ne? Da werde ich nur genau 30 sein, ne? Ich wusste, die sind für irgendwas wichtig.
meine, ganz offensichtlich waren die für irgendwas wichtig, ne? Ich wusste noch nicht für was. So, wenn aber nicht genau 30 hier durch die Gegend schwirren und ich habe die gerade erstmal hier so, weiß nicht, alle geschafft. Hey, bist du nicht? Hallo? So, oh Gott, das sah ziemlich gut. Da war gerade so ein Vogel, so ein Lilaner. Ich hab's gesehen. Wo ist er? Nein, wo ist er? Wo fliegt er hin? Der bringt mich wahrscheinlich jetzt zum einen Ding, das ich letztens gesucht habe, ne? Wo ist er? Alter. Wo bist du? Ich muss ja ausnahmsweise mal folgen. Der bringt mich bestimmt zu den einen Dingen, was ich letztens gesucht habe, ne, und nicht gefunden habe. Ja. Dort geht einfach. Oh mein Gott, du willst mich auf den Arm nehmen. Das ist einfach nur dahinter gewesen. Das gibt's jetzt einfach nicht. Nein, ich sehe nichts. Oh, ich habe das schon gesehen, Mann. Hätte einfach nur nach oben gehen sollen und dann, boah. Ich fass das einfach nicht. Ey, yo. Ah, so. Und zwar über den Nistplatz des Königs Montisaurus, der den Luftraum über der Nebel. Königs Montisaurus. Er scheint sich schon mehrere der Schwarzkutten geschnappt zu haben. Du musst ihn aufspüren und unschädlich machen. Ich weiß nicht, dass der Plot dieses Spiels ist, die Schwarzkutten zu verfolgen. Und ja, da waren wir schon mal, ne? Und auch noch hier, die zu beschützen, ne? Da ist der Plot dieses Spiels anscheinend. Also anscheinend, ich bin jetzt bei 70% oder so bei Spiels, 75, 78. So, sag mir bitte mal, wo letzte Dinge ist. Ich brauche nur noch eins. Da ist eins. Was hier ist, ne, das ist die Fotolocation. 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 Foto, kommst du mit nach Nibelheim? So, ja, noch mehrere da, guck mal. Na gut, oh, die müssen wir ja auch noch bekämpfen. Da habe ich irgendwie gar nicht mehr dran gedacht. Ja, so kann ich mal irgendwie ja verfolgen, wie viel ich von den Dingern habe. Ne? Lass mal ein paar mehr sammeln. Da kommt er so, ey, du musst mir noch mehr geben, um mich noch länger am Leben zu halten. Ich weiß nicht, wie viel es von den Dingern gibt, ne? Aber wenn wir schon auf die Suche nach denen sind. Was, da unten waren wir da schon? Wie waren wir da noch nicht? Ja, lass mal das. Weil ich schon finden irgendwann. So, da ist der Gegner, ne? Da kommen wir irgendwann mal nach hin. Wop. Ja, ich will da hoch. So. Also wie genau wachsen diese Dinger in der Luft? Wie ist das zustande gekommen? Wenn wir irgendwie jemand mal erklären. Nein, okay. So. Da waren noch ein paar mehr ein, ne? Wird doch bestimmt für irgendwas wichtig sein, ne? Ich weiß gar nicht, wo ich schneller bin. So oder unter auf dem Wasser. Weil das Ding auch noch erkunden, ne?
Was ist das? Ach, das ist ein Esma-Stein, ne, zum kaputt machen, nehme ich an. Ja, schon mal hier sind. Dösch. Nee, da war letztens im Cosmo, kenn ich. Okay. Oh, Schatzversteck. Aua. Einer von drei. Wo sind denn die anderen? Unüberwindbare Klippen scheinen mir nicht so unüberwindbar zu sein. Ich bin gerade dabei, in dem Prozess die zu überwinden. Ich werde dich überwinden. So. Chocobo-Gras. Nee, okay. So, ey. Nein, da war was. Aber ich glaube, da ist da hinten, ne, wo wir gerade waren. Ich weiß nicht, ob wir einfach so fliegen können mit Schoko, das ist irgendwie so komisch. Oh, oh Gott. Ja, ich glaube, ich hab's. Na. Ah, ah. Wow, 40. Wenn es dafür keine Bonuspunkte gibt, ne? Dann weiß ich auch nicht. Warum will der halt überhaupt fressen? Die sind doch für Chocobos, die Dinger, ne? Aber wenn ich fliege, sind die auch hinter beim Fliegen? Ja. Wir müssen nicht unbedingt fliegen. Ich mache das nur aus... wegen Style-Punkte und so, ne? Ihr müsst mir nicht nachmachen. Ihr seht ein bisschen lächerlich aus, wenn ihr mir verfolgt. Wenn ihr mich so verfolgt. Oh, lass mich raten, hier. Nee. Mein Gott, ehrlich, ich habe es gefunden. Ah, Mogi-Medaille, die brauche ich nicht mehr. Ah. Also, wow. So. Wow. Wo bin ich hier? Ich hier richtig? Was bist du? Habe ich schon mal gegen dich gekämpft? Ich glaube ja. Obwohl. Oh, ich mach fertig. So, ich weiß nicht mehr, was hier immer ich wieder. Genau, die Moge bin. Ich bin noch Barrett im Hintergrund. Ja. Boah. Ich wünsche, es gibt irgendwie so eine Fähigkeit, wo man schon direkt auf dem Mogi reiten kann, wenn der Kampf beginnt. Aber irgendwie normalste irgendwie. Verstehe seine Fähigkeit irgendwie nicht, seine Dreieckfähigkeit. Du gibst ihm die ganze Zeit einen Dropkick. Und dann, wenn du halt oft genug machst, kannst du irgendeinen zufälligen Effekt aktivieren. Ich finde voll dämlich. Weil das ist mir ein bisschen zu random. So. Alphins. Odins Schrein. Gamma, wollte ich sagen.
Alpha Beta Gamma, ja. So, Kreis XX Viereck. Viereck 33 Kreis, oh Gott. Kreis XX Viereck. Oder Kreis XX Viereck Viereck 3. Oh Gott, da werde ich mir nie mehr merken. Kreis XX Viereck. Viereck 33 Kreis. Kreis XX Viereck. Kreis 3 Kreis 3 war das, ne? 3 Kreis 3. Ah. Kreis XX4. Na. Kreis XX4. Nein. Ich habe mir sogar gemerkt, aber am Fuß hier der Kreis, der Viereck meine ich. Okay, Viereck muss ich drücken, nicht Kreis. Ah. Kreis XX Viereck 33 Kreis. Kreis XX Viereck Viereck Kreis. Verdammt. 33 Kreis. So. X Kreis XX Kreis XX Viereck Viereck 33 Kreis. Da. So. Oh. Ein bisschen weiß aus Odin. Normalerweise hat er immer so ein schwarzes, so ein dunkles Muster. Aber hier hat er sowas von einem weißen Ritter. Ich dachte, er ist der Herr, das Herr der Toten oder so. Oder der Wächter des Totenreichs oder so in diesem Spiel. Mit deiner Hilfe konnte ich die Analyse aller Kristalle aus der Nebelregion abschließen. Danke. Odin wird dir sicherlich als mächtiger Verbündeter dienen und deine Gegner ins Reich der Toten verbannen. Aber dir fehlt noch die entsprechende Materie, wie ich gerade sehe. Versuch dich erstmal im Simulator am Kampf mit der Espa. Ja, muss man auch noch machen, ne? Da wollte ich, glaube ich, schon viel früher machen irgendwie, ne? Aber habe ich irgendwie verpeilt. So, jetzt nehmen wir unseren Chocobo. Ich weiß nicht, warum ich hier mein Chocobo noch rufe. Ich will jetzt eigentlich zu dem einen Typen zurück. Und geben die Mission ab. Dann nähern wir uns schon so langsam wieder so dem Ende von dieser Region irgendwie. Hallo. Hast du Chocobo Hallo. Gefunden? Ja. Ich habe jetzt keinen Bonus irgendwie, wenn ich mehr abgebe, aber ich musste nur 30 abgeben, ne? Das Chocobo-Gras? Wunderbar. Hab also wieder mal den richtigen Riecher bewiesen, als ich dich damit beauftragt habe. Und wozu ist das Zeug jetzt gut? Ich denke, ihr habt euch die Antwort verdient. Zuerst einmal lässt man das Gras mit ein paar Chocobo-Federn fermentieren. Anschließend muss man das Gemisch gut trocknen lassen, bevor man es schließlich kocht. Am Ende wird der Sud noch ausgepresst und herauskommt dabei Chocobo-Essenz. Und das ist das besagte Wundermittel? Nun ja, es schmeckt zumindest köstlich. Verlogener Alter! Ach, und falls ihr noch Gras übrig haben solltet, könnt ihr es im Laden eintauschen. Ausgezeichnet. Man wird es euch anständig entlohnen. Meister, erzählt mir bitte von meinem Vater. Nicht so hastig. Eine Aufgabe wäre da noch zu erledigen. Mein Auto. Der Alte wollte uns von Anfang an rein gar nichts sagen. Wie undankbar. Dabei habe ich euch doch so viele Dinge gelehrt. Wäre mir neu. Sag mir nicht, dass du jetzt kein besserer Reiter bist. Beim Fangen von... Ja, ich hatte die Dinger schon vorher, also eigentlich nicht. Chocobos zu deuten. Und erst das Balancegefühl, das man sich beim Reiten über die Wellen aneignet. Danach sitzt man viel sicherer im Sattel. Was lernt man, indem man die Auffahrt hier putzt? Du bist an deinen Aufgaben merklich gewachsen. Nicht wirklich. Ist das dein Ernst? Dann brauchst du wohl noch etwas Führung, um dein Glück zu begreifen. Eiskalt. Anders ausgedrückt, eine allerletzte Prüfung. Du willst uns nochmal losschicken? Und wieso überhaupt Prüfung? Davon war niemals die Rede. Nein, schon gut. Bin dabei. Wunderbar. Dann trittst du jetzt gegen mich an. Du darfst auch auf Selena reiten. Sollte Cloud gewinnen, dann erzählt ihr mir aber von meinem Vater, ja? Natürlich. Also bereitet Selena ja gut vor.
Cloud, wenn du soweit bist, dann sag mir einfach Bescheid. So, alles klar, aber ich habe gehört, ich kann ja mein grünes Zeug eintauschen. Ist der Laden da hinten offen, der gerade geschlossen war? Ja. Warum ist hier so eine Umkleidekabine? Na du? Chocobo-Gras nehme ich gerne entgegen. Danke. Wenn du wieder was findest, dann bring's mir vorbei. Oh. Willst du auch Federn tauschen? Okay, da haben wir auch schon lange nicht mehr, ne? Oh Gott. Oh, Dunkelritter. Hell, oh. Habe ich immer, nicht alle. Kann man uns hier noch holen? Irgendwas von Bedeutung, die finde ich die ganze Zeit überall. Heiliges Kern aus. Oder steht es ja auch Materia-Ohrring behandeln? Gaialhorn, what? Ah, oh, ja, 4 Büschel. Der Alte ist nicht immer ganz noch ein Horn. Aber Geduld zahlt sich aus. Er weiß nämlich echt viel. Na gut. Dann tun wir hier mal dich umrüsten. Naja, natürlich gebe ich dir die Dunkelritterklamotten. Okay. Ja, passt. Genau, die tun ja auch die Staatswerte verändern in im Chocobo-Rennen. Materialismus. Wieso bekomme ich nicht Amplifikationen noch? Ich habe nur irgendwie 1 oder 2 Amplifikationen. Ja, so Materie, die mit der man alle einsetzen kann. Ich glaube, diese Büschel versuche ich ja gleich noch ein bisschen zu farmen. Aber erstmal machen wir das hier. Ne? Ich krieg dich. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Wo ist das? Ja. Wo ist das? Bereit für deine letzte Prüfung? So, Chocobo Armor. Ich besiege den Chocobo Weisen. Alles klar. So, oh Mann. Oh Gott, wollte nicht. Benutzt seinen Kopf, steigert die Intelligenz. Ja, was bringt mir das? Ja, komm, wird schon klappen. Ich weiß ja nicht mehr, wie man ein Chocobo-Rennen macht, aber wäre schon klappen. Wird schon irgendwie funktionieren, ne? Okay, nur wir beide. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie das nochmal funktioniert, ne? Ah, nein, du sagst. Jetzt muss Ballons sammeln. Ja, den. Nein, was für Ballons man sammelt, ist so. Oh Gott. Au. Ach. Den Pfeil auf den ganzen. Okay, rot sind Waffen, blau sind Geschwindigkeit, genau, blau sind die Münzen. Okay. Wow, hey. Okay. Okay, R2 tut man driften. Ich habe es nicht mehr gewusst. Genau, da gibt es einen Drift Boost. Weiß das doch nicht mehr, Mann. Runter. So, warte mal, ich habe einen Sprint, sehe ich gerade. Boah. Nein, nicht schon wieder. Boah. Wenn ich die ganze Zeit Fehler machen würde, ne? Oh mein Gott, das gibt's ja nicht. Nein, nein.
So, lässt du mir mal was übrig hier? Einfach hier runter. Genau. Sammel die. Da gibt's nicht. Wie habe ich die bitte schon verpasst? Oh mein Gott, du Sack. Was ich welcher Knopf der? Also ich bitte nicht schon wieder dagegen rennen. Danke. Mal da lang. Nein. So, ich glaube diesmal bin ich am Gewinnen, ne? Oh mein Gott. Na Gott. Das hat mir wahrscheinlich jetzt alles hier gekostet, ne? Ich gehe da lang. So. So, da war ehrlich gesagt nicht so schwierig. Hier habe ich nur voll dämlich angestellt. Er war eigentlich nicht so schwierig, ich war nur sehr beschissen. Du hast meine Erwartungen weit übertroffen. Bist ja ein richtig talentierter junger Bursche. Auch schon bemerkt? Der Punkt geht an dich. Wirst es sicher weit bringen und alles dank mir. Ich höre die Rennwelt schon klagen. Ehrwürdiger Meister, löst euer Versprechen ein und erzählt mir von meinem Vater und Sam. Was geht eins aus dem Maul? Also gut. Was willst du wissen? Nichts. nichts. Und wie fühlst du dich jetzt? Konnte ich dir etwas von deiner Last nehmen? Was meint ihr damit? Als ich deine von Hass erfüllten Augen zum ersten Mal... Ich dachte, von Clouds Perspektive war das irgendwie so... Ich, dass dir mit Wissen und Techniken allein nicht geholfen sein würde. Erst einmal musste ich... dachte, er würde separat auch nochmal fragen. Gedanken reinigen und neu zu dir finden. Und dafür... Das werden wir wohl nie etwas über sie erfahren. Das wird doch immer ein Mysterium bleiben. Sollte er hier sauber machen? Du hast es erfasst. Was Will nach seiner Zeit bei mir widerfahren ist... Weiß ich nicht. Aber es war offensichtlich schlimm genug, dass du es Sam nun heimzahlen willst. Und das wird sicher seine Gründe haben. Allerdings dürfen Chocobos nie ein Mittel zur Rache sein. Sag mir, aus welchem Grund züchtest du eigentlich Chocobos? Vermutlich, weil ich es so geliebt habe, wenn Papa und Mama stundenlang Geschichten über Chocobos erzählten. Und unsere Ausflüge auf Chocobos haben mir auch immer riesig viel Spaß gemacht. Deshalb wohl. Gute Gründe. Du darfst sie nie vergessen. Hörst du? Sam hat es sicher auch auf den Gold Cup abgesehen. Aber lass dich von deinem Zorn nicht vom Wesentlichen ablenken. Ja, Meister. Danke für alles. Ich gehe zurück zum Gold Saucer und habe die letzten Vorbereitungen fürs große Rennen. Ich habe wirklich nichts gefragt. Als Reiter trage ich dich ein, Cloud. Mit dir im Sattel gewinnen wir den Gold Cup ganz sicher. Okay. Mit Sternchen abgeschlossen. Ja, ja. Alles gezeichnet. Ich habe wirklich nichts gefragt. Als Reiter trage ich dich ein, Cloud. Wage es ja nicht, gegen andere Reiter zu verlieren, nachdem du über mich triumphiert hast. Das ist aber ehrlich gesagt nicht so gut. Ich war nur halt sehr viel schlechter. Ich habe einen Schokobo-Armreif bekommen. Lass mal sehen. Lass mich raten. Mach mich schneller, gib mir Hass. Ein Angriff, der den durchfunktioniert, der Materie, die er in diesem Vorgang gibt, wir hatten dreimal so viel FP. What? Oh, das wird man, das werde ich so am gegen Ende wahrscheinlich benutzen, ne? Na gut. Haben wir die Quest erledigt. Ich überlege gerade, was wir als nächstes machen sollten. Kampfplätze fehlen uns noch zwei. Aber wir haben ja schon fast alles erledigt. Wo ist der andere Kartenspieler? Lass mal einen Kartenspieler machen. Der letzte hier in Nibelheim. Da war auch erledigt. Dann vielleicht die beiden Kämpfe noch einmal Zeit haben. Vielleicht bei Chatley noch ein paar Kämpfe. Weil Odin möchte ich dann in einen separaten Part machen.
Die Kräuter sammeln. Kräuter habe ich ganz vergessen. Genau. Ich will noch die Kräuter sammeln, damit ich ein Megafon für Kid Ziff noch bekomme. Dabei habe ich sein anderes noch gar nicht hier gelevelt. Ja, vielleicht ist das ja besser, ne? Von den Werten her, weiß man ja nicht. So, wenn ich jetzt wüsste, wo der... Was, meine Mutter? Hey. Du bist doch ein BDK-Spieler. Ich sehe sowas gleich. Du bist auch einer, der seine Pflichten vernachlässigt, um stundenlang Karten zu zocken. Tatsächlich. Keine Angst, verpfeif dich schon nicht. Wir sind vom gleichen Schlag. Nicht umsonst nennen sie mich den König der Drückeberger. Mein Dienst kann mich mal kreuzweise. Blau machen ist das einzig Wahre. Wer braucht schon Karriere? Degradierung? Nur zu. Das macht mir in BDK keiner was vor. Ich werd's dir beweisen. Das ist diese Art von Typ, der irgendwie hier gefeuert wird, weil er irgendwie war nicht. Was war das noch mal damals? Irgendjemand wurde mal gefeuert, weil irgendwie zu süchtig nach einem Spiel war. Ich glaube GTA 5. Und da kam die Person und hat irgendwie versucht, irgendwie hier Rockstar Games irgendwie hier zu verklagen. So im Sinne von, oh, ja, Spiel ist zu gut. Deswegen habe ich irgendwie blau gemacht und irgendwie meinen Job verloren. Geht nicht. Und solche Leute gibt es wirklich, ja, Leute. So. Das ist natürlich wieder da platzieren, ne? Ich glaube nicht, ob das so gut war, aber gucken wir mal. Ja, jetzt war halt gut. Nee, nicht du. Dann kommt der Shinra-Typ da unten hin. Außer du nimmst mir jetzt weg. Nee, machst du nicht. Du hast deine eigene Karte gerade kaputt gemacht. Um das Ding auf 9 zu erhöhen. Oh Mann. Wenn ich das richtig anstelle, dann kriege ich dich doch. Wenn er jetzt in der Mitte kommt und mir den wegnimmt, kann ich die oder platzieren, ne? Oh Mann, ich habe nicht genug Punkte unten. Mann. Okay, aber so. Am nächsten werde ich ihn ja platzieren, ne, um das hier wegzunehmen. Aber oh, warte mal, ja, so geht's natürlich auch. Warte. Na, jetzt hat er wieder weggenommen. Dann packe ich dich da ein, boom. Soll ich eigentlich nur genug Punkte da oben bekommen? Ich glaube, das schaffe ich aber nicht. So gerade. Oh mein Gott, der hat den noch weiter hochgeballert. So, er wird mir den jetzt wegnehmen gleich. Mach ich so. Dann kann ich noch Leute da drauf platzieren zur Not. So, plus 10, wenn ich das hier noch gewinne. So. Ich kann noch den hier platzieren. Versuch hier nichts Blödes, Kollege. Hat er mir hier noch weggenommen. Ah, ich verliere aber den Infekt dann von denen. Ja. So. Ja, weg. Wie, du kommst. Der hat noch einen, das gibt's nicht. Nein. So, das ist meiner. Was? Warum kriegst du Punkte dafür? So, okay, reicht jetzt, Kollege. Nein, hör auf. So, wo kann ich dich platzieren? Ich mach hier. Da. Jawohl. Ha.
ohne Probleme erledigt. Ganz wichtig, die 3 Punkte. Okay, der war easy. Irgendwann gab es mal so ein paar Stolpersteine, aber jetzt irgendwie nicht mehr, ne? Irgendwie habe ich jetzt ein perfektes Deck. Beeindruckend. Während meiner Dienstzeit sogar schon mal ein ganzes Turnier gewonnen und war dir trotzdem unterlegen. Ja, ich habe auch ein Turnier gewonnen. Appell bin ich nur am Zocken. Ich arbeite nie. Wie machst du das bloß? Machst du etwa noch öfter blau als ich? Oder kannst du es wagen? Bist du am Ende gar arbeitslos? Aber was geht mich das an? Verlassen wir es dabei, dass selbst das größte Talent irgendwo seinen Meister hat. Es war mir eine Ehre, gegen dich antreten zu dürfen. Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal. Okay. Ich sehe das nicht. Ich sehe absolut gar nichts. Also, gehen Sie bitte schnell. Wer will von mir? So, dann haben wir Kartenspiel abgeschlossen. Jetzt versuchen wir noch hier so ein paar Gräser zu sammeln, ne? Weil ich möchte kein Cheese. Die sind aber irgendwie nur in der Umgebung, ne, glaube ich. Also wenn ich da alles abscoute, mir fehlen nur noch 4, glaube ich, ne? Und dann fehlen danach immer noch irgendwie 5, glaube ich, ne? Aber ich glaube 50 war das Maximum. Aber ich will erstmal das Megafon hier noch haben. Ha. Nur wo sind die? Da ist noch eins, da ist noch eins, perfekt. Ich hoffe, mir wird gleich hier noch angezeigt, wie viel ich noch habe. Chocobogas, 42 von 50. Da dürfen wir da auch noch schaffen, ne? Wir sind so am Flüssen, sind die ja auch noch, ne? Das heißt, wenn es hier nicht noch irgendwo so eine geheime Höhle ist oder irgendwie sowas, ne, müsste ich die eigentlich finden. Was da so? Kann ich da so um die Ecke gehen? Hm. Mal schauen, was da ist, ne? Kann man da hin? Nur auf den Rücken eines Meeresschokobo, wo kommst du hier nicht weiter? Aber da ist doch das Meer. Genau, da will ich doch hin mit meinem Meeresschokobo. Da, ich hoffe, die sind nicht irgendwo da drin versteckt, ne? Weil sonst wird das schwierig, die zu finden. Da müssen wir dann noch machen. Wir müssen noch 2 Kämpfe hier machen. Wir müssen Odin finden, erledigen. Wir müssen Chatleys Kampfprüfungen machen. Kann man eigentlich auch machen, ne? So nebenbei noch. Wenn ich die Kräuter jetzt hier nicht finde. Hm. Aber da will ich wahrscheinlich erstmal Kate Sith hier aus dem Team haben. Den seine Sachen gelernt haben. Ich will außerdem sehen, was dieses Megafon da drauf hat. Ne? Vielleicht hat er irgendein geiles Megafon, ne? Mit geilen Werten und so. Vielen Materia-Plätzen, man weiß es ja nicht, ne? So, ich glaube, das Ding ist irgendwie nicht. Hier finde ich keinen mehr. Die sind ja nur über dem Wasser, ne? Also. Gehen wir mal hier hin. Hier ist ja der Anfang noch, ne? Das sind bestimmt noch einige, ne? Ja, als ich ja angekommen in Nibelheim, da habe ich wahrscheinlich nicht so aufgepasst auf die Dinger, ne? Ich habe die ein bisschen ignoriert, wahrscheinlich, ne? Dementsprechend müssen ja noch viele sein, ne? Nach der Logik. Nö. Ich könnte ja eigentlich auch offscreen sammeln, ne? Weil, glaube ich, das Beste, ne? Will ich auch, glaube ich, machen. Na gut, dann mache ich das, sagt er, während er aber noch weiter sucht. Ach, der Lebensquelle. Ein falscher Alarm, Leute, geht wieder raus. Wenn ich die wahrscheinlich auf Screen suchte, ne? Hm, ah, guck mal, da kommt einer, kommt noch. Der hier und dann noch einer. Kann aber schon mal. Ich glaube, hier komme ich zum Kampf, ne?
seltene Q-Wildungsspezies identifiziert. Rufe Datenverzeichnis auf. Dieses Ungeheuer ist ein Oberkörper. Er ist so scharf wie eine Säge. Q-Wildungs packt seine Beute geschickt mit dem Vorderbein, schneidet ihn in kleine Stücke. Auf Nummer 6. Wow. Nutze die elementare Schwäche des Rungstiefers. Dann übernimm. Du hast gerade dein Dings angehört. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wird eigentlich mit dir hier. Was passiert hier gerade? Ich muss ja auch schockanfällig machen, Mann. Ja, natürlich hat hier niemand. Also wirklich kein Eis. Ich glaube nicht, ob ich damit hier die Fock schockanfällig machen kann. So, irgendwas anderes, damit der irgendwie nicht, ne? Ist so ein Ding, ja? Nee, ich muss den nochmal neu starten, weil ich niemanden mit Eis habe. Okay. So, jetzt haben wir uns alle nochmal. Nein, ich will mein Team wechseln. So, ich glaube, Eris hat Eis, ne? Ja, nehmen wir Eris rein. So. Nicht alle auf mich losgehen, wenn ich die ganze Zeit hier mit ihr angreife. So, sehr gut. Mein Gott, wir wollen alle hier gerade. Wir wollen gerade alle auf einmal hier gestunt. Weil er ist hier die alle Materie aktiviert hat. Ich zähle auf dich. Nee, Kitzef. Der will echt fliegen. Upsala. Stimmt, ich muss ja die Miete noch lernen. Ich weiß nicht, was nochmal die Zusatzvoraussetzung ist, um das Ding zu lernen. Ich tue es einfach Spam, ja. So. Ich muss ja auch noch erledigen, ja. In der Zeit. So, irgendwie lernt er nicht. Irgendwie nicht. So schwer hat er jetzt eigentlich nicht. Ich habe nur noch mal neu gestartet wegen der Bonusvoraussetzung. Mein Gott, schaffe ich jetzt echt hier 490 zu erreichen? Ne, er eigentlich nicht. Ne, weil die Protosubstanz mit hier können wir ja noch nicht. Ah, da ist das Ding. Das ist das letzte Ding. Ah, er hat sich hier hinter der Brücke versteckt. Der Schlingel. So, jetzt haben wir 45 ausgezeichnet. Damit kann ich leben. Dann gehen wir noch mal hier hin. Wo ist er? Ja. Ich glaube, den letzten Kampf holen wir uns dann auch noch. In den letzten 10 Minuten. Dann holen wir uns das Mikrofon hier. Megafon meine ich. Dein Chocobo-Gras nehme ich gerne. Danke. Wenn du wieder was findest.
Giala. Giala-Horn. Nö, ich hab keine. Ist nicht immer ganz einfach, aber so, zeig mal. Oh. Glücksgöttin. Ein Opulenz-Megafon. Eine Dreiergruppe lösen nicht. Effekt bei einer Dreiergruppe auslösen. Ruft die Göttin des Glücks herbei, die eine Zeit lang die Rate erhöht, mit der alle gefährlichen kritische Treffer landen. Boah. Wow, das Ding ist gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Ist das eine ultimative Waffe oder irgendwie sowas? Weil es hier die letzte Waffe hier, die angezeigt wurde. Wir haben uns hier so langsam den letzten Waffen. Ich glaube, ich habe für Yuffie und für Aeris einen verpasst. Der weiß nämlich echt viel. Alles klar. Und der alte Mann noch alles kann, ne? So. Schon wieder Kisten aufgestellt. Ich habe sie doch gerade zerstört. So, dann schauen wir irgendwie, ob wir da hinkommen hier noch, ne? Machen wir das noch. Dann haben wir schon mal alles auf der Weltkarte erledigt. Dann haben wir nur noch die Protosubstanz und Odin und Chatleys Kampfsimulator. Das eine Viech, ne? Yep. Und dann weiß ich ja nicht, ob danach noch eine Region kommt oder nicht, ne? Das war für hier der Tempel des alten Volkes, wird irgendwie so eine eigene kleine Karte sein, ne? Aber ich glaube so, das ist ja die letzte große Karte, ne? Weil es gibt kein Mogi-Häuschen mehr, ne? Wir haben ja schon eine Trophäe bekommen beim letzten Mal. Und ich habe auch schon irgendwie vorher im Spiel herausgefunden, so, oh, da ist noch ein Mogi-Häuschen, das übrig war. Also wir nähern uns ja so am so langsam dem Ende in Sachen Weltkartenzeugs, nehme ich an, ne? Nehme ich mal an. Ich frage mich mal, wenn wir diese eine Quest in Dings weitermachen können. Ah, vielleicht können wir die als nächstes weitermachen. Weil wir gehen ja zur Gold Sosa, ne? Wir gehen ja als nächstes zur Gold Sosa. Das heißt, wir gehen wieder zurück in das Gebiet, wo ich die Quest noch nicht erledigt hatte. Vielleicht schließe ich dann auch Vincent irgendwann an, ne? Vielleicht ist das der Grund, warum wir die Quest noch nicht abgeschlossen haben, ne? Weil letztes Mal mussten wir ja mit Aeris irgendwie was machen. Und später schließe ich uns irgendwie, keine Ahnung, Vincent an und dann können wir irgendwie was anderes machen. Ist das, was hier gerade passiert? Nein, nicht. Ja, wir sind alle fast tot, sehe ich gerade. Feuer, Aeris, du hast Feuer. Du hast sogar Feuer, auf alle Gegner geht, ne? Aber. Der weicht die ganze Zeit aus. Also was? Wir hauen mal rein hier. So, Feuerschweif. Ich weiß nicht, warum Feuer gegen euch anfällig ist, aber okay. Mein Gott. Cloud, mach mal hier Heilbogen. Okay, Zip. Du platzierst die Minen. Wie schnell deine neue Dings hier ausrüsten kann. Ich habe immer noch nicht nachgeguckt, was ich machen muss, um Bogeminen ja zu lernen. Okay, sehr gut. So viel dazu. So. Finger weg. So, boah, genau gelandet. Na, komm her. Komm her, trau dich. Du hast dich getraut. Hättest du nicht tun sollen. Boah. Ja, ja war er. Okay, Aeris ist beinahe gestorben, aber okay. Die Kampfaufträge für die Nibelregion sind hiermit abgeschlossen. Sicherlich auch dank meiner guten Führung. Du meldest dich eindeutig zu oft zu Wort. Wow, das stimmt mit euch nicht. Was hast du eigentlich gegen die? Das ist ein Eingriff in die Redefreiheit. Natürlich. Auch dieses Mal ist es mir übrigens
neue Kampfsimulation zu erstellen. Sie kann sich wirklich sehen lassen. Also schau sie dir unbedingt an. Ich warte nur irgendwie einen Moment, wenn sie irgendwie voll irgendwie austickt. So, so hör mal, ich habe jetzt die Schnauze voll von... Meine Güte, ey. Ja, ich kapiere das, ich kapiere irgendwie die Chemistry zwischen den beiden irgendwie nicht. Der hat die doch extra, der hat die doch, glaube ich, irgendwie extra programmiert oder gemacht oder erschaffen oder was auch immer, damit sie mir hier bei den Kämpfen hilft, ne? Und dann kommt sie und sagt so, hey, ich habe dir auch voll geholfen, ne? Und dann kommt er und sagt so, ne. Ja, was ist das für eine Höhle? Da war ich ja schon drin. Ich glaube ja, ne? Ja. So aus. Okay, KZF, bevor ich es vergesse. Mein Gott, Eris ist wirklich 68 HP. Jetzt kann ich ja die eine Materie gehen. Welche ihre MP mit ihrer AP austauscht. Alter, der Typ kriegt 136 Angriffskraft durch das. Vielleicht sogar noch mehr, ne? Magische Attacke, ja. Nutzen von ATB ein, ja. ATB Boost bei Kampfbeginn. Ja. Das war ein bisschen doof, weil das ist nur für den Anfang, aber hey, dann kann er wenigstens schon sofort reiten, ne? Wenn er Glück hat. So. Ich muss wieder hier zum Ding zurück, mich heilen. So, den einen Kartenspieler müssen wir auch noch machen, aber der ist ja auch in der Gold Sourcer, ne? Hier da im Gebiet unter der Gold Sourcer, ne? Da ist er schon wieder. Also, was? Gib mir mal die Materias. Das hier ist ein Kurort für Leute. Viele von den Schwarzkutten sind hier untergebracht. Diejenigen, denen wir bislang begegnet sind, waren möglicherweise auch auf dem Weg hierher, in der Hoffnung auf Heilung. Ja, was das angeht. So, dunkle Künste. Möglichen Einsatz habe ich ja schon mal nachgeguckt. Ich glaube nicht, ne? Nee, ich habe noch gar nichts ausgegeben. Möglichen Einsatz der Fähigkeit dunklen Künste erhöht die Attacke von Fertigkeiten bei ihrer Ausführung, werden dafür aber eigene TP verbraucht. Also so typische Dunkelritter. Ja, bitte. Meteorit. Boah. Direkt mal ausrüsten einige Sachen. Elementar neutraler Schaden, ne? Irgendwie hat er auch viel zu wenig Magie, ne? Geben wir dir mal Komet. Aber Komet wäre eigentlich besser für jemanden, der... Ah, ich will Komet aber hochleveln. Und ihn habe ich die ganze Zeit dabei, von daher... Gehen wir der Komet. Nee, ich habe auch gesehen, Meteor ist die zweite Stufe. Nee, ich glaube, Meteor ist ein Komet. Entschuldigung, was ist denn ein Komet? Ist das wie ein Co-Moderator? Komet. Ich würde aber auch gerne dunkle Künste geben. Für wen wird das denn gut sein? Jemand, der mehr AP hat. Barrett? Natürlich gebe ich den Schwarzen dunkle Künste. aber ja, ich halte meinen Mund. Egal, was ich sage, ich kann da, glaube ich, nicht mehr retten. Ne? So, was? Limit Union. Sprung habe ich auch noch, merke ich gerade. Habe ich auch irgendwie noch nie eingesetzt, ne? Achso, ja, die Limitleiste. So. Ja, aber dunkle Künste kann hochgelevelt werden. tut mir leid. Ja, er hat die meisten AP, das heißt, bei ihm wird das irgendwie am besten sein, ne? Das ist immer so bei dunklen Rittern. Je mehr AP du hast, desto besser. Und Barrett hat halt die meisten AP. Das ist der einzige Grund, warum ich Barrett dunkle Künste gebe und kein anderer halt den Mundweges. Ich sehe auch schon, wie du hier. Ich sehe auch schon, wie du mit deinem Finger an der Tastatur gerade dran bist. Ich kann das hören. Auch wenn der Part noch gar nicht released wurde und noch gar nicht hochgeladen wurde. Und ich mal gerade fertig aufgenommen wurde.
Ja, okay, ich gehe ja schon. Oh mein Gott. So, dann machen wir nächstes Mal noch, keine Ahnung, Odin, den einen Gegner hier, diesen Bossgegner können wir noch machen. Protosubstanz, ne? Ich weiß nicht, ob ich das Gras offscreen einsammeln werde. Ich habe gar nicht gesehen, weil das ist überhaupt die letzte Belohnung, was ich dafür bekomme. Ich gar nicht darauf geachtet. Materia, ne? Materia behandeln war, glaube ich, ne? Ich kann aber versuchen, das hier offscreen zu sammeln. Wohl fünf Dinger hier noch. Fünf Dinger zu finden. Weiß nicht, ob ich das noch schaffe. Aber ich kann es ja versuchen, ne? So, gut. Dann sage ich, das war's von meiner Seite von heute, ne? In der nächsten Folge werden wir noch ein paar Sachen machen. Vielleicht werden wir Odin bekämpfen. Vielleicht werden wir diese eine Viech erledigen, ne? Was wir hier, was war nochmal? Königs Montisaurus. Vielleicht werde ich die Dinger sammeln, vielleicht auch nicht. Mal schauen. Brauche ich nicht unbedingt behandeln als Materie. Aber eigentlich doch, irgendwie behandeln ist eigentlich gut. Ja gut, ich habe da glaube ich nur bei Barrett, glaube ich, ne? Hier ist die Protosubstanz. Bin ich außerdem die Quest hier gerade triggern. Na gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder, ne? Haltet die Ohren steif, hinterlasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar, um den Kanal weiterzuhelfen. Ciao.